Ja, unser Thema, den Workshop zu halten, ist die rechtlichen und formalen Bedingungen für die Weiterentwicklung des Weiterbildungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen. Der Workshop heißt laut Programm Weiterbildung im digitalen Wandel, wie organisieren? Der leichte Untertitel ist, wie motivieren? Genau. Denn die Anforderungen aus der Politik sind da. Es ist die Frage, wie setze ich es um? Und dann kommt last not least, leider Gottes am Schluss, wie nehme ich meine Mitarbeiter mit? Wir möchten gerne in die Kommunikation kommen mit dem Vertreter des Ministeriums, mit Vertretern aus den Weiterbildungseinrichtungen, um zu sagen, das sind die Dinge, die wir erwarten vom Weiterbildungsgesetz, von der Entwicklung des Haushaltes zum Weiterbildungsgesetz und zu den Ausführungsbestimmungen. Wir würden gerne die Teilnehmenden in einen Austausch miteinander bringen auf Basis eines wissenschaftlichen Impuls. Und die Diskussion wird Karen dann stärker moderieren. Insgesamt stehen wir wissenschaftlich vor dem Problem, dass wir keine empirisch fundierten Konzepte für Weiterbildungsorganisationen haben, zumindest ist uns nicht bekannt, wie dann Digitalisierung eingeführt werden kann. Daher pochen wir darauf, dass die Teilnehmenden ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, sodass wir sie hoffentlich ein bisschen unterstützen können. Da ich nämlich aus der Praxis diverse Systeme kenne, gerade eben auch Erasmus gesehen habe, was natürlich im öffentlichen Bereich am bekanntesten ist. Aber es gibt Elias, es gibt Blinkit, es gibt Zoom-Möglichkeiten. Und da ist eben die Frage, was brauche ich, wie viele Teilnehmer habe ich und danach mal diskutieren, wie man es abstimmen kann. Also meine Erwartungen sind immer, möglichst klare und deutliche Ansagen zu bekommen, was denn die gemeinwohlorientierte Weiterbildung erwartet von einem Gesetzesvorhaben auf Landesebene. Dass es sich einbringt, dass man auch mal hingehen kann auf die Ängste, die ja automatisch da sind, fallen Arbeitsplätze weg oder wie mache ich es überhaupt im virtuellen Klassenraum, wie wir das nennen. Das sind Ängste, die werden unterschätzt von, jetzt sage ich mal, denen, die es einführen. Sind auch Gott sei Dank nicht so gravierend, aber es gilt halt hier wirklich den Mitarbeitern Zeit zu geben, hier sich mit dem Medium auseinanderzusetzen. Für mich geht es im Workshop sehr stark um Reflexion der bisherigen Praxis, also um die Fragen, was mache ich denn bisher und mache ich das eigentlich systematisch oder mache ich das irgendwie? Also ich war im Workshop Weiterbildung mit im digitalen Wandel, wie organisieren, und ausgehend war eigentlich die Frage, was erwartet die Politik, dass die Lernenden dann eben auch mitnehmen, und insofern ist natürlich eine ganz zentrale Frage, die ich auf jeden Fall mitnehme, an wen möchte ich mich mit meinen Angeboten wenden? Das ist das ist die Grundfrage sozusagen. Es ist auch sehr wichtig, wenn man Angebote plant, dass man dann einfach auch die Zielgruppe dezidiert in den Blick nimmt, wo kann ich sie abholen. Und da ist es halt für die Erwachsenenbildungseinrichtung, denke ich, sehr schwierig, sich auf die Studien alleine zu verlassen, denn gemäß der Studien ist eigentlich eine digitale Kompetenz oder eine Kompetenz im Umgang mit digitalen Medien recht gut entwickelt. Allerdings wird eben etwas anderes erlebt in den Erwachsenenbildungseinrichtungen, dass nämlich viele sich verweigern oder nicht so aufgeschlossen sind den digitalen Medien gegenüber und auf die Präsenz eigentlich auch bestehen. Und wichtig ist des Weiteren, dass natürlich zwischen Politik und den Lernenden die Lehrenden und die Einrichtungen stehen, die natürlich in diesem komplexen Gefüge sich auch entsprechend weiterentwickeln müssen. Also es war ein spannender Workshop, in dem wir viele Fragen angesprochen haben und diskutiert haben und der uns alle wahrscheinlich sehr gut weitergebracht hat. Danke.
Ich war im Workshop, wo es um die Novellierung des Weiterbildungsgesetzes von Nordrhein-Westfalen ging. Und das Erste, was ich mitnehme, ist, dass alle Beteiligten im Workshop sehr davon angetan waren, wie dialogorientiert dieser Prozess ist. Also, dass diverse Expertisen eingeholt werden, dass die Landesorganisation, dass der Gesprächskreis Sachen einbringen kann und auch dringend sollte. Und dass diese Dinge halt eben auch vernünftig ausgewertet werden, jetzt schon bis zum Ende des Jahres 2019. Generell ist es so, dass einfach gesagt wurde, es muss ein Weiterbildungsgesetz werden, was sehr zukunftsorientiert ist, sodass nicht nach einer sehr, sehr kurzen Zeit schon wieder der Bedarf besteht und das Gefühl entsteht, dass man das schon wieder novellieren muss. Da ist also eine große Herausforderung, aber ich denke, dadurch, dass so viele Player eingezogen werden, ist das auch machbar. Die dritte Geschichte ist eine Sache, die schon sich rauskristallisiert hat. Es wird im Comic davon gesprochen, dass es die Herausforderungen der Digitalisierung ein wenig zu adressieren, dass es zum einen eine Pauschale geben wird, die wird on top zur normalen Finanzierung, die in der Regel auf Unterrichtsstunden basiert ist, gezahlt und dass es obendrein noch einen sogenannten Innovationsfonds geben wird, wo sich Player zusammentun können, um dann wirklich innovative Projekte einzureichen und dann eben so Mittel auch anzuwerben.